Moin Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Geist. Heute in diesem Video geht es um die Deadpool-Herausforderung der Woche 9, die an diesem Freitag erscheinen werden, Leute. Ich habe auf mehreren Seiten diverse Screenshots von Leaks dazu gesehen und wollte euch diese mal zeigen, damit ihr diese direkt am Freitag erledigen könnt. So, ich blende euch das mal ein, Leute. Und hier, wie ihr seht, steht hier bei der ersten Mission, dass man im Hauptquartier zwei Gamepads von Deadpool finden muss. Also ich denke, dass diese zwei Controller sich irgendwo bei den Agenten befinden werden. So wie bei den Wochen davor war das ja auch immer so, dass das hier irgendwo bei den Agenten war. Falls nicht, ist es sehr wahrscheinlich, dass es direkt am Anfang hier im Hauptquartier irgendwo liegen wird. So, da muss man dann halt schauen, Leute. Aber sobald ich mehr dazu weiß, werde ich natürlich direkt euch eine Info geben oder ein kurzes Video dazu hochladen. Kommen wir zur zweiten Herausforderung. Bei der zweiten Herausforderung, da müsst ihr Deadpool Streaming Raum finden und ich zeige euch jetzt mal, wo der Raum ist, Leute. Um in Deadpools Streaming Raum zu gelangen, Leute, müsst ihr zur Yacht gehen. In der Yacht angekommen, geht ihr hier runter zur Tanzfläche. Hier nach hinten, da wo die Kanonen sind, geht ihr unter die Klappe durch, Leute. Und hier seht ihr Deadpool Streaming Raum. Hier hat er seinen Boxsack, sein Equipment, sein Greenscreen, ja. Und das ist dann höchstwahrscheinlich sein Streaming-Raum, Leute. Also, da müsst ihr einfach hier hinkommen und habt die Mission erledigt. Ja, das war's dann auch für mich für heute. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr könnt Freitag direkt die Aufgaben erledigen. Falls euch das Video gefallen hat, Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst es mich dort wissen. Und ja, lasst ein Abo da. Ein Like wäre nicht schlecht. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.